Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Ratute beim Clan. Ja, ich bin noch in der GML, also ich bin noch bei den GML Allstars und zu Ehren dieses Tages hier habe ich mir auch heute mal ein T-Shirt angezogen. Ich glaube, das kann man so gut wie gar nicht sehen. Also von links nach rechts ein Zeichen mit einem Namen, nämlich Dash. Und früher, als wir in den Clans waren, so ein bisschen was für die Nostalgiker, haben wir uns solche T-Shirts hier gebastelt. Schaut mal. Da haben wir uns so eine T-Shirts gebastelt. Also dieses Shirt, was ich heute Abend anhabe, ist echt schon, ich würde fast sagen, die T-Shirt-Qualität ist so gut, dass sie über 20 Jahre etliche Wäschen hält. Früher war die Qualität wahrscheinlich etwas besser, aber die Qualität dieses Clans hier ist auch überragend, denn ihr habt es im Thumbnail gesehen. Acht Haken, ich gebe acht Haken diesem Clan hier, denn ihr könnt das hier noch sehen und jetzt sehen wir es endlich nochmal live. Das konnte ich noch nicht, ich konnte es noch nicht zeigen. Wenn man die Liga hier beendet, also wir sind aufgestiegen in die Kristallliga 2 und ihr seht das hier, ich habe 246 Marken bekommen. Man kann jetzt auch einmal in die Gruppe reingehen, aber ich gehe hier mal mit dem X raus, denn ihr seht das hier, wir haben sieben Haken, ja, ich muss mal da. So, da habt ihr auch den siebten Haken gesehen. Und also wir haben sieben Haken, alle Clankriege hier gewonnen. Und das, was ich euch eigentlich in dieser Woche schon zeigen wollte, ich kann immer noch den allerersten Clankriegsangriff hier aus der Liga zeigen. Das ist mir ja in meinem anderen Clan nicht gelungen. Also wie ihr seht, das hier die Runden, ganz, ganz klar, haben wir recht deutlich gewonnen. Also taktisch hier super Team, kann ich nicht anders sagen. Und ich würde mich freuen, wenn ich in den nächsten 8 Tagen hier wieder mitspielen darf, denn ich bin hier ja so ein bisschen als verwaister RH10 reingekommen. Und ja, es hat mich echt gefreut, dass ich hier war, denn mit dem RH10er, das müsst ihr auch wissen, da mache ich nicht ganz so viel. Da mache ich ein bisschen CK, da nehme ich ein bisschen was auf, da bin ich bei euch in den Clans, da mache ich natürlich auch CKs. Aber hier war ich jetzt so ein bisschen. Es war so alles zum Ligastart und deswegen, man muss natürlich als Hintergrund wissen, dass man bekommt das oftmals nur mit, wenn man in den anderen sozialen Medien ist. Und ich bin bei der GML hier in den Chat bzw. im Discord und dort habe ich das nämlich mitbekommen, dass die ein bisschen gesucht haben für eine Liga. Und warte mal, jetzt kann man glaube ich noch auf Clan klicken. Ja, man kann auch auf Clan klicken und ihr seht das hier, ich bin Neunter mit 15 Sternen. Ich glaube, als Rathaus-10er ist das ganz in Ordnung. Aber was wirklich cool ist, ich kann hier bis in den ersten CK zurückgehen und kann hier den allerersten Angriff immer noch zeigen. Das ist eigentlich das, was ich euch zeigen wollte, denn ich kann immer noch wirklich den allerersten Angriff zeigen und der ist jetzt 8 Tage alt. Das ist ja in den normalen CKs nicht so der Fall. Und bei den anderen Clans ist mir das nicht gelungen, das festzuhalten, weil dort war die Clankrieg. Oh, halt, das ist der Emulator. Entschuldigt bitte. Das ist also, wo die Clankriege sofort wieder nach den Ligen hier losgingen. Da hast du natürlich keine Chance mehr, diese Ligen hier zu schauen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich werde da mal irgendwas an Supercell schreiben oder auch an den Support oder an Olli über Support, keine Ahnung, dass sie es vielleicht wieder einbauen, dass man hier die Ligakämpfe noch mal sehen kann, denn die sind ja echt sehenswert. Von daher finde ich es echt gut. Mir ist das heute auch mal ganz, ganz spät aufgefallen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes abdrehen heute für euch, aber was ich auch wollte, ich wollte dieses hier nicht einfach so stehen lassen. Also ich wollte dies nicht einfach so stehen lassen, so nach dem Motto, naja gut, jetzt ist die CWL hier vorbei und dann ist gut, alle spielen wieder normale Clankriege. Nein, in dem Clan, wo ich jetzt hier bin, bei den GML Allstars, da findet natürlich nicht nur CWL statt, sondern jetzt das Potluck-Turnier. Das ist ein reines Rathaus-12-Turnier, also 20 Rathaus-12er werden sich hier jetzt in den nächsten Tagen tummeln. Ich habe auch schon ein bisschen Angst, ich muss hier heute auch rausgehen. Aber vielleicht mache ich es auch nicht und halte vielleicht das Rathaus 12 Turnier für euch so ein bisschen fest. Ist sicherlich eine coole Sache, muss ich sagen. Und es freut mich auf jeden Fall, dass ich dieses Event hier mitnehmen konnte. Also die Clankriegsliga mit meinem Rathaus 10er. Ich habe auch eine kleine Überraschung am Ende noch erlebt, muss ich auch sagen. Ah, sauber. Hätte ich nicht gedacht.
weil verdient habe ich es so semi. So semi, glaube ich. Ich glaube, wir waren hier alle so gut, wie wir halt gut waren. Und das ist aber der allererste Angriff hier von vor 7 Tagen von Cizou auf die Nummer 6. Den Namen kann ich leider nicht lesen. Das waren die ersten zwei Ständer hier, Rathaus 10 auf Rathaus 10. Hier ist nicht alles so glatt gelaufen, wie man sich gedacht hat. Also auch die CBL-Spieler sind nicht gerade, ich sag mal, sie sind genauso casual wie ich. Ja, da fehlt auch mal jemand und nur in dieser Liga, und das fand ich eigentlich an dieser Liga so gut, dass du hier wirklich einen Angriff nur hast. Du hast nichts hier, ja, das zeigt dir jetzt natürlich immer wieder, du hast hier nichts, wo du so ein bisschen scouten kannst oder du kannst einen Angriff nochmal gut machen oder so, aber einige Gegner, ihr habt das hier ja so ein bisschen bei mir beobachtet, die haben dann auch aufgegeben. Und wir gucken mal den TH9 Forever hier. Also Rathaus 9 für immer. Ja. Das ist natürlich ein echter Gruß. Also hier schon mal mit Queen und einem. Ah, ich habe einen falschen Emulator an. Die Frage kam mir heute auch, Toto. Mit welchen Emulatoren nimmst du auf? Also heute nehme ich mal mit BlueStacks auf. Und deswegen sind hier die Fall hoch und die Fall runter Tasten. Das sind die Zoom-Tasten. Ich zoome hier mit der Maus in den anderen Emulatoren. Das bin ich halt gewohnt. Deswegen zoomt er sofort so stark rein. Also ich muss hier einfach nur mit den Pfeiltasten rein. Merken wir uns. Aber schönes Ding hier erstmal mit einem... Na, es ist ja kein Queenwalk. Es ist ein Queenwalk ohne Heiler, ohne alles. Erstmal um den Inferno zu schaffen. Und die Base ist jetzt nicht zu hyperstark. Wir haben hier zwar hier hinten noch einen Inferno gehabt, der aber auch schon... Ah, der ist auch schon weg. Okay. Der ist auch schon weg. Und so hier und da hatten wir auch ein bisschen Luck. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet mit den Klamburg-Truppen. Denn der Gegner hatte hier in 2 oder 3 CKs einfach vergessen, die Klamburgen zu füllen. Das passiert natürlich sehr, sehr schnell, wenn der laufende Krieg schon da ist und die Vorbereitung auf den nächsten Krieg schon anfängt. Das ist auch sehr, sehr schwer. Wir haben es hier irgendwie gebacken gekriegt. Ich habe ja auch gefüllt, auch mit dem 10er, manchmal auch keine Max-Truppen, denn die Truppe hier um die CML All-Stars, die ist sehr, sehr stark gebunden in andere Clans, in andere Organisationen, also wo sie ein bisschen Orga machen, wo sie Schiedsrichtern und so weiter. Und deswegen habe ich hier auch irgendwann mal gesagt, ich fülle jetzt mal so was geht. Wenn es nicht passt, schmeiß raus, macht was neu. Aber es hat hier super gepasst. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, tolle 8 Haken hier, echt hoch. Also die 7 in jedem Fall für die CWL. Boah, diese Namenskürzel. Also für die SCCWL, so heißt es ja eigentlich, Supercell Clan War League. Und dem Clan hier alles richtig gemacht, denke ich mal. Oh, kann hier einfach mal weitergehen. Ist ein Level 4 Clan. Die sind nicht wirklich hoch, denn hier wird recht casual CK gespielt. Das kommt jedes Mal. Ich habe, glaube ich, noch einen aus dem 6. für euch. Ich habe mir so ein paar Angriffe heute noch mal rausgepinnt. Und ich habe noch aus dem 6. glaube ich, für euch etwas vom El Kiso. Vom El Kiso. Also auch RH10 auf RH10. Und von daher, also nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Das ist das Erste, dass ich so viele Marken bekommen habe, denn ich bin nochmal in die Verteilung reingekommen. Das sehen wir gleich zum Schluss. Habe noch ein paar Zusatzmarken bekommen. Nicht, weil ich gebettelt habe oder so, aber weil vorher mal so eine Tabelle rauskam. Wer war dabei? Wer hat mitgemacht? Wer hat was gemacht? Und so weiter. Und da war ich dann auch mit drin. Ich habe dann natürlich geschrieben, vielen lieben Dank. Das erleichtert mir den Start auf Rathaus 11 sicherlich richtig, richtig krass. Freut mich auch, denn der Account hier vom Avatar wird in jedem Fall gestern, ne? Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie gestern wird sicherlich auf Rathaus 11 gehen. Das habe ich zumindest im Plan. Und deswegen freut es mich natürlich, dass ich ein paar Marken mehr bekommen habe. Also für den einen oder anderen Hammer oder für die eine oder andere Truppe. Gerade Rathaus 11 Start
Bowler auf 3 ist schon recht nice. Die Queen vielleicht ein, zwei Level hoch. Ah, mal schauen, wohin die Reise da geht. Aber das ist auch ein schöner 10 auf 10 hier. Ah, oh, nein. Ich mach's immer wieder. Entschuldigt, Leute. Ich mach's immer wieder. Aber dafür hat man diese Emulatoren. Und alle Tastenkürzel in allen Emulatoren kann ich mir auch nicht merken. Muss man mal wieder gucken. Aber wenn ich hier mit BlueStacks aufnehme, dann sollte ich mir merken, dass Fall hoch und Fall runter. Oder Fall hoch reinscrollen ist und Fall runter rausscrollen ist. Ja, so muss es sein. Und so kommt man auf den Pausenknopf, also auch das habe ich immer noch nicht drauf. Naja, macht nichts. Macht nichts, wir gucken uns hier den Elkiso nochmal an. Mit dem Account hier werde ich in dem Community-Tab von YouTube heute sicherlich posten, dass ich ganz, ganz alleine bin und keinen Clan habe für die nächsten 1-2 CKs, bis es hier wieder losgeht. Also ich versuche natürlich wieder hier bei den GML All-Stars meine Sterne in der Liga zu holen, um noch ein paar mehr Ligamarken zu erstehen, aber ich denke, die oder überhaupt dieser Clan, die hat das gut gerockt. 313 Sterne zu 310 Sterne mit nicht so viel Zerstörung. Das ist doch der Hammer. Das ist so das taktische Geplänkel. Also man hat nicht so viel Zerstörung, aber man hat ein paar mehr Sterne gemacht. Und ihr könnt das hier sehen in den Angeboten bzw. im Ligashop. Ich habe 361 Marken hier jetzt im Ligashop. Das ist natürlich wirklich super. Also nochmal danke für die vielen, vielen Marken und vielen, vielen Dank für den netten Aufenthalt hier. Ich zeige euch nochmal das Profil hier. Ich habe es schon öfter mal gezeigt im Livestream oder auch in den Videos. Aber ich finde, es ist zeigenswert, denn es ist so ein bisschen was Offizielles hier in Deutschland. Also die GML, die German Mid-League, so heißt sie, spielt auch die CWL oder die SCCWL, meine Herren. Supercell Clan War League, also nicht die Champions War League. Ist ja echt ein Geplänkel hier um diese Namen. Aber hier tummeln sich schon nette deutsche, gute Clash of Clans Spieler aus bekannten Clans wie Blutspur, wie Dark Lotus, wie Hannover Family und so weiter. Und ich war ganz, ganz stolz hier, dass ich ein bisschen da sein konnte. Das Icon ist immer noch da. Also wir können hier nochmal reingehen, nochmal diese schöne Animation sehen. Ich hoffe, ihr bleibt an dem Kanal dran, denn wir haben noch reichlich in dieser Woche zu tun. Also bis dahin, euer Toto.